Das Ausbauen der Laufräder am Mountainbike. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bikesprechstunde. Das Ausbauen der Laufräder ist heutzutage an einem modernen Mountainbike oder auch an den etwas älteren Mountainbikes mit Schnellspannern wirklich ganz, ganz einfach. Mit den neuen Achssystemen, die wir haben, sei es eine Art mit diesen Steckachsen und sei es mit Schnellspanner oder einfach einer festen Kurbel, oder auch einfach einen Imbusschlüssel, um die Achse aufzumachen, wenn dieses Teil fehlt. Das ist heutzutage ganz einfach. Man muss zwei, drei Tricks beachten. Wenn man die sich abspeichert und merkt, geht das ganz einfach und ohne, dass man irgendwie an der Bremse, an den Bremsbelägen die verändert oder verzerrt oder beschädigt oder das Schaltwerk ruiniert bei der Aktion. Das geht wirklich sehr sanft und sehr einfach. Folgende drei Schritte. Der erste Schritt, wichtig, ist eure Kettenschaltung hinten auf das kleinste Ritzel, also den schwersten Gang zu schalten. Kleinstes Ritzel hinten. Das ist zum ersten zum Abspeichern, weiß man, dann macht man das immer so, immer das kleinste Ritzel, dann weiß man hinterher auch, auf welches Ritzel man die Kette wieder legt. Und es geht insbesondere einfach, weil das Schaltwerk zur Seite geschoben ist. Das ist Schritt 1. Also, wir schalten zunächst auf das kleinste Ritzel. Das war Schritt 1 mit der wichtigste. Schritt 2, stellt euer Fahrrad auf den Kopf. Und ich fange jetzt mal an, der Ausbau des Vorderrads ist völlig simpel, noch viel einfacher als das Hinterrad. Ich fange jetzt mal mit dem Hinterrad an, weil das der schwierigere Teil ist. Ihr könnt euch dann analog den Laufradausbau vorne auch noch anschauen am Ende. Aber in der Regel werdet ihr, wenn ihr jetzt das Hinterrad gelöst habt, das vorne sowieso ausbauen können. Schritt 2. Fahrrad auf den Kopf stellen. Damit ihr das besser seht, mal so rum. Wichtig beim auf den Kopf stellen ist die hydraulische Sattelstütze, wenn ihr eine habt, diese ausfahren, weil die mag das gar nicht, wenn man dran zieht, wenn die eingefahren ist. Dann zieht ihr Luft. Also falls ihr dann irgendwie wieder beim Umdrehen dran zerrt, also Sattelstütze ausfahren, dann steht das Fahrrad auch stabiler. Nächster Schritt, Entspannen der Kette. Wenn ihr ein SRAM-Schaltwerk habt, zum Beispiel 12-fach Eagle, was ja sehr viel verbaut wird, dann habt ihr jetzt schon mal gleich gewonnen. Ihr nehmt entspannt das Schaltwerk und habt hier habt ihr so einen kleinen Knopf. Ich zoome mal drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Man kann das sehen. Hier sieht man so einen ganz, ganz kleinen Knopf. Und den könnt ihr drücken. Und drückt den Knopf. Dann hängt die Kette unmotiviert runter. Also ihr seht nochmal, das Schaltwerk ist entspannt. Die Kette hängt gelangweilt runter. Wenn ihr Shimano-Schaltwerke habt, dann habt ihr nicht diesen netten Knopf. Könnt aber auch, wenn ihr auf dem kleinsten Gang seid, dass die Kette entspannen, indem ihr sie vorne einfach vom Kettenblatt nehmt. Dann bastelt sich das deutlich einfacher. Und jetzt könnt ihr die Schraube mit einem Imbus oder wenn ihr andere Steckachsen habt, mit entsprechenden Hebeln, die schon mit verbaut sind, entweder zum Abnehmen oder fest dran sind, oder auch so eine Art Schnellspanner an den Steckachsen, dann könnt ihr die öffnen. Was noch ganz hilfreich ist, wenn ihr die Kette noch, dann nehmt euren Imbusschlüssel, dann kriegt ihr auch keine dreckigen Hände. Nehmt die Kette und legt die noch einfach mit dem Imbus hier schön über das Schaltwerk. Dann hält es auch die so ein bisschen weg und stört euch nicht beim Laufrad ausbauen. Im nächsten Schritt nehmt ihr die Steckachse raus,
Die könnt ihr einfach aufdrehen. Dieser Imbus passt jetzt nicht. Also da ist immer die Wahl zwischen. Und da können sich die Herrschaften offensichtlich auch nicht einigen zwischen Fox und RockShox. Mal ist es ein 5er, mal ein 6er Imbus. Also hier und an den Steckachsen am Fahrrad hinten macht auch jeder Hersteller mal 5er oder 6er. Ganz wilde haben auch eine 8er Achse. Da müsst ihr halt gucken. Aber einen Imbusschlüssel werdet ihr ja im Keller haben. Und dann dreht ihr einfach die Achse auf. Die hat ein schönes Gewinde. Kommt schön raus und könnt einfach rausziehen. Da passiert auch noch gar nichts. Es fällt nichts auseinander, weil ihr habt das System entspannt. Könnt die Achse rausziehen. Schaut euch die auch mal an, wenn ihr eh am Arbeiten seid und tut einen kleinen Fettfilm drauf schmieren, dann rutscht die nachher beim Einbauen. Das ist manchmal so ein bisschen hakelig. Da komme ich aber noch dazu. Dann rutscht die Achse auch viel, viel leichter wieder rein. So, jetzt haben wir die Achse entfernt. Und jetzt werdet ihr sehen, wie einfach das ist, das Laufrad rauszunehmen. Ihr könnt es einfach nach oben ziehen. Und das ist heutzutage, haben die Achsen immer solche Führungsschienen, sodass die auch im Prinzip sicherstellen, dass das Laufrad genau an die richtige Position rutscht. Was jetzt wichtig ist, wenn ihr es transportieren wollt, und das habt ihr bei euren Bremsen immer standardmäßig dabei oder bestellt euch das, das ist so ein kleines Blättchen, das schiebt ihr in die Bremsen rein, damit ihr nicht versehentlich am Bremshebel zieht oder wenn ihr im Auto wild bremst, dass dann nicht der Lenker verrutscht und dann automatisch am Bremshebel gezogen wird. Das ist ärgerlich, wenn dann die Bremsbacken ausfahren. Die kann man zwar wieder zurückdrücken mit einem weichen Gegenstand, aber idealerweise vermeidet man das. Dann komme ich zum Ausbau des Vorderrades. Da funktioniert das Ganze analog. Da ist es sogar noch einfacher. Da müssen wir uns um nichts kümmern. Wir haben unsere Achse. Wie gesagt, je nach Steckachse, System entweder einfach aufdrehen oder den Schnellspanner öffnen oder wie bei mir die minimalistische Version mit einem Imbusschlüssel die Achse öffnen. Also die wird genauso wie hinten einfach aufgedreht. Rausgezogen. Und wie gesagt, wenn ihr gerade zu Hause seid, fettet die auch ein kleines bisschen, dann rutscht die anschließend viel, viel besser wieder rein. So, jetzt könnt ihr schon das Laufrad rausnehmen. So ganz bequem nach oben. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt kommen wir zum Einbau der Laufräder. Der Einbau des Vorderrads ist genauso einfach wie der Ausbau. Also da ist genauso wenig zu beachten. Nehmt eure Sicherung der Bremse raus, nehmt das Fahrradl, das Laufrad und geht von oben und schaut euch die Bremse an. Da könnt ihr es am besten orientieren, gar nicht so auf die Achse gucken, sondern auf die Bremse, dass die Scheibe schön zwischen die Beläge rutscht. Und dann seht ihr auch schon, ist das einfach eingefahren, weil da sind heutzutage solche Führungsschienen, das ist super gemacht, muss man sagen. Da haben sie sich wirklich was ausgedacht mit den Steckachsen. Und jetzt könnt ihr schon wieder eure gefettete Achse hineinschieben. Hakelt manchmal ein bisschen, dann ein bisschen am Vorderrad wackeln und dann kann man die Achse schön reinschieben. Und dreht die Achse wieder fest. Dann habt ihr euer Vorderrad wieder drin. Beachtet so ein bisschen, wie viele Newtonmeter vorgegeben sind. Steht oft auch auf der Achse. Also es ist schon handfest, aber nicht zu brutal. Übertreibt es nicht. Nicht, dass ihr euer Achsgewinde abbrecht. Aber es soll natürlich schon fest sein. Also mit der Hand so ganz gut festziehen. Wenn ihr solche mit schon festem Hebel habt, dann schaut, dass die so ein bisschen nicht unbedingt nach vorne oder unten stehen, wenn ihr dann irgendeinen Ast abbekommt, dass sich das nicht automatisch öffnet. Zwar unwahrscheinlich, aber verstaut den so ein bisschen, dass ihr den ausrichtet, hier zum Beispiel in Richtung der Federgabel oder so ein bisschen nach hinten in Fahrtrichtung. Das lässt sich durch Rausziehen in der Regel bei auch diesen festen Systemen dann variieren und entsprechend anpassen. So, jetzt habt ihr dieses Ding schon fest. Wenn ihr dann losfahrt, nur sage ich jetzt hier auch schon, denkt dran, wenn ihr an den Bremsen gebastelt habt
Und auch hier, da ist es rausgenommen und vielleicht hat sich da ein bisschen was verändert. Bevor ihr losfahrt, zieht ein-, zweimal am Bremshebel, ob da auch Druck da ist. Manchmal muss man erst ein-, zweimal pumpen, wenn das System auf dem Kopf gestanden ist, weil dann gegebenenfalls irgendwie sich die Luft im System geändert hat, falls ihr ein bisschen was drin hattet. Und durch ein-, zweimal ziehen am Bremshebel seid ihr dann auf der sicheren Seite, dass die Dinge auch funktionieren. So, das war jetzt der Einbau des Vorderrads. Also der ist ja super easy. Hinten hatten wir ein, zwei Dinge zu beachten. Kleinstes zum Ausbau, kleinstes Ritzel. Wichtig, Kopf stellen und Schaltwerk entspannen, die Kette so ein bisschen zur Seite. Jetzt bauen wir wieder ein. Gleiches Spiel. Wir nehmen unser Laufrad und auch hier natürlich erst wieder die Sicherung entfernen und nehmen das Laufrad und richten auch wieder direkt an der Bremsscheibe aus. Gehen so ein bisschen von oben innen. Da kommt man am besten ran. Hier sieht man, wenn ihr, ich zeige es euch mal hier nochmal im Detail, wenn ihr da guckt, so von oben innen guckt man wunderbar rein. Und richtet auch, konzentriert euch nur auf die Bremsscheibe, nicht auf die Achse. Das passt sonst so, das rollt dann von alleine perfekt an die Position. Also so ein bisschen am Schaltwerk vorbei. Und dann seht ihr, rutscht das dann einfach rein. Und jetzt seid ihr schon fast wieder fertig. Das Laufrad ist drin. Und wenn ihr euch an der Bremsscheibe orientiert, an den Bremsbelägen, die Bremsscheibe, dann passt das auch wunderbar und ihr verkratzt und beschädigt nicht die Bremsbeläge. Dann könnt ihr eure Schraube wieder reinschieben. Wie gesagt, ein bisschen Fetten hilft, weil manchmal ist es ein bisschen hakelig und wenn Fett drauf ist, dann geht es super easy. Manchmal müsst ihr noch ein bisschen ruckeln hier, dass die ganz reinschutscht. Und dann könnt ihr mit eurem Imbus oder wenn ihr ganz schicke Systeme habt, mit dem Hebel, der bereits an der Achse mit verbaut ist, das einfach festziehen. Ja, und ganz zum Schluss nehmt ihr eure Kette wieder, könnt ihr bequem wieder mit dem Imbus machen, um keine dreckigen Hände zu bekommen, und legt die Kette wieder, wichtig, das habt ihr euch ja gemerkt, auf das kleinste Ritzel. Schaut, dass das schön drauf liegt und entspannt das Schaltwerk, indem ihr ein bisschen nach vorne drückt, dann hört ihr schon das Knacken. Und passt auf, das Ding steht ziemlich unter Spannung. Nicht, dass ihr euch das entgegenschnalzt und verletzt, so ein bisschen mit der Hand halten und dann seid ihr auch schon fertig.